Hallo und herzlich willkommen zu einem Beauty Haul. Und zwar habe ich ein bisschen zugeschlagen im neuen Essence Sortiment und außerdem auch noch bei der neuen Limited Edition und beim P2 Sale. Und was das alles geworden ist, möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe eigentlich vorgehabt, das alles in einem DM-Haul zu zeigen, aber das wäre zu viel geworden. Deswegen habe ich die Videos jetzt aufgeteilt. Ich weiß nicht genau, welches Video ihr zuerst seht. Ob ihr jetzt zuerst das mit der Kosmetik seht oder das mit den anderen Sachen, die ich gekauft habe. Also lasst euch da nicht beirren. Ich habe das einfach aufgeteilt und deswegen so. Ich möchte euch zuerst mal die Sachen zeigen, die ich aus dem neuen Essenssortiment mitgenommen habe. Mich haben die Sachen alle sehr interessiert und da durfte einiges mit. Ich finde, die Sachen sind richtig cool geworden von Essence und wenn ihr Lust habt, dass ich die mal zusammen mit euch ausprobiere, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe momentan nicht ganz so viel Zeit leider. Ich drehe jetzt auch gerade Videos vor. Habe jetzt etliche schon abgedreht. Ich habe mir jetzt mal einen anderen Pulli angezogen, das nicht immer gleich aussieht. Ja, ich habe eben auch noch einen Job. Ich gehe immer von morgens bis abends arbeiten, 8 bis 17 Uhr. Und habe noch, dadurch, dass ich krank bin, zweimal die Woche Physio nach der Arbeit noch. Also es ist ziemlich viel. Deswegen drehe ich jetzt halt mehrere Videos vor. Und ja, ich habe mir unter anderem mitgenommen von Essence die Never Give Up Your Daydream Eyeshadow Palette. Was ein Name. Optik wunder, wunderschön. Wirklich ein Traum. Und die Pigmentierung, der Hammer. Ein Spiegel ist auch mit dabei. Und das hier sind die Töne. Alle sehr hell, pastellig, ja. Passt überhaupt nicht zu meinem Geschmack, ich weiß. Aber ich möchte das gerne als Highlighter-Palette verwenden oder auch um das auf anderen Lidschatten drauf zu tupfen, um das in den Innenwinkel zu geben. Und da stelle ich mir das sehr, sehr schön vor. Ich mag das auch, wenn das jetzt ein Blau ist oder ein Grün. Mir macht das persönlich nichts aus. Das darf bei mir ruhig auch mal bunt sein. Und deswegen habe ich mir jetzt diese hier mitgenommen. Aber als Eyeshadow-Palette muss ich mal gucken, vielleicht so als Topper oder so, aber eher als Highlighter. Wenn ihr das Swatches oder genaueres sehen wollt, schaut bei Instagram vorbei. Da habe ich das alles gepostet, alles geswatcht und dann könnt ihr da genaueres sehen. Dann durfte noch mit eine bunte Palette und zwar die BN Original Palette und die sieht so aus. 4 Euro kostet die. Ja, ich hätte auch warten können bis zum nächsten Sortiments-Update, wenn die dann eventuell wieder rausgeht und dann nur noch 1 Euro kostet. Aber mir hat sie jetzt so gut gefallen und habe ich auch auf Instagram geswatcht und die ist einfach mega schön. Die gefällt mir so, so gut und deswegen musste die einfach jetzt schon mit. Ein absoluter Traum, die gefällt mir sehr. Dann durfte natürlich nicht fehlen der Glazed Donut Highlighter. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ich mag ja sowas, so Kawaii Edition irgendwie. Und innen drin sieht das so aus. Der krübelt ein bisschen, vielleicht könnt ihr das erkennen, aber trotzdem wunderschön. Also, ich swatch ihn euch mal. Der fühlt sich auch butterzart an. Und oh mein Gott, Leute, schaut euch den Swatch an. Der absolute Hammer. Also richtig, richtig cool. Sehr, sehr schön. Dann, was gab es noch? Ein Primer. Glow Boosting and Pore Minimizing Primer. Pore Minimizing brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber hat mir sehr gut gefallen, dieser hier. Da gibt es mehrere verschiedene und ich habe mich jetzt für den hier entschieden. Der hat mich einfach angesprochen. Ich mag momentan Primer und Bronzer, stehe ich total drauf und der durfte mit. Was mir nicht gut an dem gefällt, ist der Geruch. Das riecht mir zu intensiv, zu künstlich. Das riecht irgendwie nach Kinderlipgloss. Mag ich leider gar nicht. Ich hoffe, dass es im Gesicht beim Auftragen dann irgendwie weggeht. Wenn ihr da Erfahrungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist das Einzige, wo ich noch so ein bisschen
aber mal gucken. Dann durfte noch mit die neue Foundation und zwar in der Farbe 50. Ja, sieht jetzt erstmal dunkel aus, aber ich habe es auf dem Handrücken getestet. Ist nicht so dunkel, wie es jetzt hier aussieht. Aber hinten, das Schild löst sich schon ab. Keine Ahnung warum, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber an sich finde ich toll, dass nicht zu viel Verpackung da ist. Dass, ja, wenn man das einfach mal vergleicht mit anderen, die auch 30 Milliliter enthalten, wie viel Verpackung das einfach ist. Und hier in so einer kleinen Flasche, das hier ist das Produkt. Ja, ich denke, das könnte passen. Wenn nicht, mische ich mir ein bisschen. Aber also ich hätte ja persönlich gerne gehabt die 40. Die gibt es aber bei mir nirgends. Ich habe die online gesehen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt nur deswegen online bestellen. Hatte ich dann auch keine Lust zu. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es aus. Wenn es dann halt doch ein bisschen zu dunkel ist, dann mische ich mir das, mache es mir ein bisschen heller. Aber ja, schade. Ich glaube, dass vielen die 40 passen würde. Und genau die gibt es dann eigentlich an den meisten Theken nicht. Finde ich so ein bisschen blöd. Kann man aber nicht ändern. Dann durfte noch mit ein Electric Vibes Eyeliner und zwar in Neonrot. Ja, es gibt richtig coole Neonfarben davon. Aber einige habe ich mir gedacht, brauche ich nicht unbedingt. Ich habe ähnliche Farben da. Ich habe mir jetzt die ausgesucht, die ich auf gar keinen Fall da habe und die am ausgefallensten war. Und das war einfach das hier. Richtig cool. Ich bin mal gespannt, was ich damit hinbekomme. Ohne dass man irgendwie krank aussieht. Wird eine Herausforderung, aber ich habe angenommen. Und dann habe ich mir noch Monolidschatten mitgenommen, also Single Eyeshadows. Die sehr, sehr teuer sind, aber irgendwie, ich habe es erst an der Kasse gemerkt, dass die dann doch so teuer sind. Ich glaube, die kosten um die 3 Euro. Und zwar sind das die Melted Chrome Eyeshadows und da habe ich mir mitgenommen die 04 Steal the Look. Das ist der hier. Mega gute Pigmentierung, da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich noch mitgenommen die 02 Ironic und das ist so ein Braun. Auch sehr gut pigmentiert. Die waren der absolute Hammer. Da hat mein Gehirn ausgesetzt. Und dann habe ich die einfach in den Korb geschmissen und habe da gar nicht groß geguckt. Und dann, ja, aber okay. Dann habe ich noch die 05 Lead Me. Und das ist so ein, ja, grünlicher Khaki-Ton mit ein bisschen Silber. Und dann habe ich noch die 01 Think About You und das ist so ein Kupferton für Swatches und weitere Infos, wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei. Dann habe ich noch bei P2 zugeschlagen, da hat ja die Theke leergeräumt werden müssen, hat Platz machen müssen für eine neue Marke und da habe ich mir ein paar Sachen gesichert und zwar einmal diesen Kajal hier in so einem schönen Metallic Blau. Blau-lila ist das. Das ist die Farbe 108 Indigo. Und das sieht so aus. Hat mir sehr gut gefallen. P2 an sich mag ich eigentlich. Schade, dass es jetzt weg ist. Dann habe ich noch die 310 Cinnamon. Dann geht es weiter mit einem matten Grau, 280 Dusk und der sieht so, so schön aus. Richtig farbintensiv und super weich, lässt sich super gut auftragen. Die 020 Brown, so ein Standard einfach, was man immer mal brauchen kann. Ich mag ja Kajalstifte super gerne. Und dann habe ich hier noch die 311 Granberry und das ist so ein schimmernder Kupferrotton. Das ist dieser hier. Und dann habe ich mir noch mitgenommen diese Palette, habe ich mir damals öfter schon angeschaut, habe aber dann immer gedacht, nein, ich habe genug. Jetzt ist es halt eben rausgegangen, war super stark reduziert und da, keine Ahnung, war ein Ton schon drin. Ich habe dann nachgefragt und die Verkäuferin da meinte, lass es einfach drin,
nimm's so mit. Und dann war eben dieser Ton hier schon drin, der gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich mir noch diese drei Töne hier geholt. Es gab nicht mehr allzu viel Auswahl, aber ich bin mit den dreien hier ganz zufrieden. Vor allem der hier finde ich cool, weil ich mir von Jouer so einen Creme-Lidschattenstift gekauft habe mit ungefähr der Farbe. Und dann könnte ich den hiermit noch mal ein bisschen setten. Das hat mir dann sehr gut gefallen und deswegen habe ich mir den dann auch ausgesucht. Und dann durften noch zwei Lippenstifte mit, und zwar Full Matte Lipstick in der Farbe 200. Ja, ich zeige euch erstmal, die sehen so aus, eigentlich ganz hübsch. Ja, und das ist der Ton. Ja, es war super günstig und da dachte ich, jetzt muss er mit. Habe ich mir schon öfter angeschaut, dann dachte ich mir, ach nein, verwendest du die Farbe denn so oft, dass sich das jetzt lohnt, für den Preis zu holen? Und dann war ich mir immer unsicher, aber dann dachte ich mir, komm, das ist ein Zeichen. Der ist noch da, nimm ihn dir mit. Wunderschön. Und dann noch eine ganz tolle Farbe, die 100. Und der sieht auch so aus. Und das ist ja so eine Farbe, die ich super gerne benutze. Für mich, ja, schon ein bisschen eine Standardfarbe, so ein lila, braun, mauve, mag ich sehr, sehr gerne. Ist jetzt für viele vielleicht auch ein bisschen too much, aber ich mag das und deswegen habe ich mich gefreut, dass die beiden noch da waren. Dann habe ich bei Wet n Wild eingekauft, aber nicht so viel. Aus einer Limited Edition habe ich mir drei Paletten mitgenommen, aber nur die kleinen Paletten sind das mit vier Tönen, und zwar einmal diese hier. Sehr, sehr schön. Hat die denn eine Farbnummer? Stop Ruffling My Feathers. Und das ist dieses Quattro hier. Dann auch noch richtig cool, hat mich super angesprochen. Asta Lacosta Baby. Das hier mit dem kräftigen Grün und dem schönen lila Ton. Wow. Ach, da kriege ich richtig Lust auf Farbe, aufs Ausprobieren. Und dann ein wunderschönes Quattro. Flock Party heißt das. Und das ist das hier und das entspricht zu 100% meiner Komfortzone. Das sind absolut genau meine Farben, die ich auch eigentlich heute trage. Nur aus einer anderen Palette und ein bisschen anders natürlich. Ja, Gold, so ein lila Ton ist dabei. Mega. Also das gefällt mir richtig gut, das Quattro hier. Und ja, ich mag Wet n Wild und deswegen bin ich froh, dass ich das noch bekommen habe. Und jetzt kommen wir zu den Mega-Paletten. Und zwar hat ja Essence, Catrice und Love in Kooperation, ich glaube, jeder 5 Paletten rausgebracht. Und die sind alle der Hammer. Aber ich habe nur 2 gekauft, weil ich viel zu viel habe. Ich habe jetzt auch aussortiert. Ich möchte das erstmal alles loswerden, verkaufen, tauschen, wie auch immer. Und dann habe ich mir eine Palette gekauft. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir, wenn ich genug Payback-Punkte jetzt habe, ich habe dann nachgeschaut, noch eine weitere zulege. Und das war dann der Fall. Und dann habe ich mir von meinen Payback-Punkten quasi gratis dann noch die andere Palette mitgenommen. Und deswegen finde ich, ist es in Ordnung, weil die mich sehr, sehr, sehr angesprochen haben. Und ich, ja, nur die genommen habe, die mich wirklich am allermeisten interessiert haben. Und deswegen bin ich auch super zufrieden damit, dass ich das geschafft habe. Und umso mehr freue ich mich über meine 2 Paletten, die ich mir dann ausgesucht habe. Einmal von Love, diese hier, Speak Up. Und zwar hat die diese Töne hier, grün, gelb. Die Lidschatten sind richtig groß, die sind riesig. Da steht drauf Full Effect Highlighter und Eyeshadow Palette. Aber ich, nein, also Highlighter ist das für mich überhaupt nicht. Ist für mich eine Lidschattenpalette und so werde ich die auch benutzen. Und die erinnert mich an diese neue Kollektion von Too Faced, die mit dem Obst drauf. Ich sage immer die Obstkollektion. Und da sind ja auch 2 Paletten rausgekommen. Die andere sieht auch aus wie die andere von Love, so ein bisschen von den Farben her.
Und weil ich mir eigentlich die von Too Faced holen wollte, die natürlich aber viel, viel teurer sind, dachte ich mir, nehme ich mir von Love lieber diese hier mit und von Too Faced dann die in dieser pinken Variante, falls die dann mal zu uns irgendwann dann auch kommen, die Paletten. Vielleicht habt ihr die auch schon entdeckt auf Instagram und dann werde ich mir von Too Faced nur noch die andere gönnen. Ich habe mir jetzt ein Limit gesetzt, jeden Monat 100 Euro. Und da zählt alles mit dazu, auch wenn ich Duschgel oder Shampoo oder irgendwas bei DM kaufe, weil ich das nicht brauche eigentlich. Ich habe genug da und dann ziehe ich das alles von den 100 Euro ab. Und wenn ich eben weniger ausgebe, dann kann ich das im nächsten Monat draufschlagen. Und wenn es eben mehr geworden ist, dann habe ich im nächsten Monat eben Pech. Und das versuche ich jetzt mal auszuprobieren, ob das für mich funktioniert. Ich kann damit gut leben, wenn ich 100 Euro im Monat für Beauty ausgebe. Das ist für mich in Ordnung. Ich gehe den ganzen Tag arbeiten und dann habe ich mir gedacht, sind 100 Euro in Ordnung. Und ja, egal. Diese Palette hier auf jeden Fall, genug rumgelabert, gerechtfertigt, obwohl ich das nicht müsste. Dann durfte noch mit von Catrice diese Palette. Iconista und hier. Die ist so, so, so schön. Und zwar ist das diese hier, der absolute Hammer. Irgendwie sehen zwar alle Farben ziemlich ähnlich aus, wenn ihr euch das mal genauer anschaut. Aber ich habe die geswatcht und die sind doch alle ziemlich verschieden. Im Swatch auf jeden Fall erstmal. Ja, ich konnte nicht widerstehen, diese zwei Paletten sind es geworden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Paletten ihr euch mitgenommen habt, was ihr aus dem neuen Sortiment geholt habt, ob ihr auch beim P2-Sale zugeschlagen habt, ob euch irgendetwas enttäuscht hat oder ob ihr euch irgendetwas anders gewünscht hättet. Ich mag das, ich mag den Austausch mit euch, ich mag das Diskutieren, das Überlegen über die Produkte, das Nachdenken. Ja, die verschiedenen Meinungen, ich mag das super gerne, also haut in die Tasten, ich lese mir jedes Kommentar durch und versuche auf so viele wie möglich zu antworten. Ich gebe auf jeden Fall immer ein Herzchen, wenn ich das gelesen habe und ja, so viel schon mal dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht Abonnent von meinem Kanal seid, holt das unbedingt schnell nach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüss!